mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel, wo neben mir auf dem Tisch wieder jede Menge Comics aufgebahrt sind, weil ich habe ein paar Ebay-Schnäppchen gemacht, ein Abo-Heft nach Hause geliefert bekommen, die neue Veröffentlichung aus der Retro-Fabrik und Crosscult, und demzufolge ist wieder einiges neben mir am Liegen und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt mal auf die neue Veröffentlichung aus dem Hause Retro-Fabrik, was der 7. Band der Masters of the Universe aus der ehemaligen E. Harper-Serie ist, die jetzt von der Retro-Fabrik komplett neu aufgelegt wurde, und demzufolge ist die Serie jetzt auch durch und ich bin total gespannt, was als nächstes bei der Retro-Fabrik erscheinen wird, aber darauf werden wir uns dann demnächst stürzen, weil was jetzt gerade noch am Bach ist, ist halt der 7. Band, der gerade frisch veröffentlicht wurde, und ich finde, das Cover ist schon wieder der absolute Wahnsinn und ich liebe diese Cover, die die Retro-Fabrik neu für die Masters of the Universe zeichnen lässt, weil die immer so gemäldemäßig daherkommen und halt auch immer so Wrap-Around-Cover sind, sprich, man hat keine Werbung hinten drauf und man kann das Cover aufklappen und die Zeichnung so auf sich wirken lassen. Ich liebe es und finde es auch krass, dass die Jungs jetzt durchgezogen haben und alles, was E. Harper damals veröffentlicht hat, zwischen 87 und 89, jetzt in diese 7 Bände reingepackt hat. Und ich muss auch sagen, dass ich den Veröffentlichungsintervall richtig angenehm finde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ungefähr diese Serie am Laufen gewesen ist. Ich glaube, es waren jetzt insgesamt 2 Jahre, in denen diese 7 Bände veröffentlicht wurden. Es kann auch sein, dass es nur 1,5 Jahre gewesen sind, sodass halt nie so große Lücken dazwischen waren. Und ich meine, dass sich auch der Intervall jetzt nochmal ein bisschen verkürzt hat zwischen Band 5 bis einschließlich 7. Und ich fand's cool, so hatte man irgendwie alle paar Monate was von den Masters zu lesen. Und für mich ist das ja eh alles komplettes Neuland, weil ich in den 80er Jahren keine Masters verfolgt habe, weil ich bin selber 86 geboren. Und als ich angefangen habe, Comics zu lesen, waren die Masters schon dermaßen weg vom Fenster, weswegen ich mit dem Franchise halt echt recht spät in Verbindung gekommen bin. Und deswegen bieten für mich gerade diese Bände aus der Retro-Fabrik unglaublich viel Mehrwert, weil die Retro-Fabrik halt mit jede Menge Liebe schon alleine das Vorwort gestaltet, sodass man aus dem Vorwort meistens sich schon richtig viel rausziehen kann. Dazu kommen Interviews, die man jedes Mal in das Bonusmaterial zum Schluss des Bandes mit reingepackt hat, sei es der Zeichner, der Autor oder der Sohn des Autoren, der interviewt wurde, und ich finde es großartig, was die Retro-Fabrik mit dieser Serie auf die Beine gestellt hat, dass so auf der einen Seite halt Fans seit erster Stunde abgeholt werden, aber auf der anderen Seite auch Leute wie ich, die erst recht spät mit dem Masters in Verbindung gekommen sind. Und wie gut mir dann wirklich der 7. Band gefällt, werdet ihr die Tage erfahren, sobald ich dann meine ausführliche Review zu Band Nummer 7 der Masters of the Universe von der Retro-Fabrik hier auf YouTube veröffentlichen werde. Dann geht's auch schon direkt weiter mit Crosscult, wo jetzt hier der 11. und vorletzte Band von Invincible bei mir zu Hause angekommen ist, und Robert Kirkman hat da in meinen Augen echt das Beste abgerissen, was so gefühlt die letzten 30 Jahre im Superhelden-Genre erzählt wurde. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das Ding so gut ist, weil es so krass komplex und um die Ecke gedacht geschrieben wurde. Das ist noch nicht mal der Fall, aber es ist einfach eine durch und durch solide Superheldengeschichte, wo alle Elemente drin vorkommen, die man als Marvel und DC Leserinnen und Leser so in den letzten Jahren kennen und lieben gelernt hat oder vielleicht sogar mit diesen Elementen groß geworden ist und immer wieder feststellen muss, dass Marvel und DC dort halt oft nicht konsequent sind, was Charakterentwicklung und all sowas angeht, aber da der Robert Kirkman genauso wie bei The Walking Dead ein Anfang und Ende für die Geschichte im Kopf hat und von Anfang an feststand, dass das keine Serie ist, die jetzt über 100 Jahre laufen wird, ist da drin halt so viel Charakterentwicklung und so viel passiert, was Charaktere wirklich verändert und das auf lange Sicht und dann auch noch perfekt umgesetzt wurde von ihnen, dass es für mich einfach nur abfeierbar ist. Und auf der einen Seite ist es eine Liebeshymne an das Superhelden-Genre und auf der anderen Seite ist es das perfekte Comic für jede Superhelden-Lieberin und Liebhaber. Ihr wisst, was ich meine, für jeden Menschen, der Superhelden liebt. Und alles Weitere werde ich euch dann sagen, sobald ich den Band gelesen habe. Dann geht's weiter mit Best of Grendel, wo jetzt schon der 2. Band bei Crosscult erschienen ist und ich finde es so cool, dass sich Crosscult diese Grendel-Lizenz geschnappt hat, weil Grendel, ein Charakter, der in den 90ern das letzte Mal im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde, von damaligen Speed Verlag, der auch schon seit über locker 10 Jahren pleite ist, und ich mag die Veröffentlichung aus dem damaligen Speed Verlag, muss aber sagen, dass gerade bei der Übersetzung andere Verlege die gleichen Sachen sehr viel besser übersetzt haben, weswegen ich die Sachen, die ich von Grendel von Speed Verlag habe, auch tatsächlich ungelesen einsortiert habe, weil mir klar war, dass ich die Sachen erst lesen werde, wenn sie von Crosscut nochmal ein zweites Mal veröffentlicht werden. Genauso wie beim ersten Band hat man wieder so ein Lesezeichen mit in dem Band drin, was ich immer unglaublich wertig finde und auch
unglaublich praktisch. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Man ist gerade irgendwo am Sitzen, sucht ein Lesezeichen, findet keinen, schlägt das Comic zu und braucht dann das nächste Mal wieder 5 Minuten, bis man die Seite gefunden hat, wo man stehen geblieben ist. Weswegen eigentlich im Prinzip jedes Comic in meinen Augen so ein Lesezeichen gebrauchen könnte. Und dazu kommt halt nochmal der Faktor, dass es durch ein Lesezeichen immer noch etwas wertiger wirkt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Netflix die Pläne verworfen hat, Grendel zu verfilmen, weil es war ja auch eine Netflix-Serie von Grendel geplant, die ungefähr zu dem Zeitpunkt angekündigt wurde, wo auch Crosscut angekündigt hat, dass sie jetzt die Comics nochmal in so eine Best-of-Serie rausbringen. Und leider wurde das ganze Projekt von Netflix wieder eingestampft, aber vielleicht sollte es so sein und HBO schnappt sich die Lizenz, was mich echt freuen würde, weil eine HBO-Serie sieht definitiv besser aus als eine Netflix-Serie. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, ob HBO überhaupt Interesse hat, Comic-Verfilmungen einzukaufen, die nicht von DC Comics sind, weil im Endeffekt ist es auch kompletter Blödsinn, was zu verfilmen, was nicht bei DC Comics liegt für Warner Brothers, weil sie dort so viele Lizenzen haben, die man noch verfilmen kann. Aber das wiederum ist ein komplett anderes Thema und ich drifte gerade komplett ab und stürze mich jetzt einfach gemeinsam mit euch auf das nächste Comic aus dem Hause Crosscut, was hier liegt, was Daisy ist. Ein Horrortitel, über den ich gar nichts sagen kann, außer dass ich das Cover extrem nice fand und die Tatsache, dass es ein Horrortitel ist. Und ich dachte mir, okay, nice Cover, Horrortitel, alles klar, das ziehst du dir rein. Reicht ja auch manchmal als Indikator dafür, dass man einen Comic unbedingt haben möchte. Dann ein absolutes Highlight, wo ich wirklich richtig gespannt drauf bin, und zwar Clementine, die neue Serie aus dem Walking Dead-Universum, was im Prinzip auch die allererste Spin-Off-Serie ist, wenn man die One-Shots von Negan nicht mitzählt, wobei es sind einfach nur One-Shots gewesen und waren keine Spin-Off-Serien. Ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt die erste Ongoing, die im The Walking Dead-Universum neben The Walking Dead spielt, und da Walking Dead ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre beendet ist und immer noch eine riesige Lücke in meinen Comic-Herzen hinterlassen hat, fand ich es richtig schön, dass es weitergeht jetzt mit Clementine, und man hatte ja schon so eine kleine Leseprobe in diesem Skybound X Comic drin, was ich jeder und jeden von euch an der Stelle nochmal erwähne. Ich werde jetzt hier irgendwo das Cover einblenden. Kauft euch Skybound X, absolut geniales Comic. Ich werde euch dazu auch nochmal die Review in der Beschreibung verlinken. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin richtig aufgeregt, wie gut mir das ganze Ding hier gefallen wird, und finde es auch richtig cool, dass sich das gerade zeichnerisch komplett abhebt zu dem, was Charlie Adlard an The Walking Dead geschaffen hat, sodass man jetzt nicht diesen Ermüdungsfaktor hat und sich denkt, alles klar, es fühlt sich jetzt irgendwie genauso an, wie sich Walking Dead zum Schluss angefühlt hat, weil im Prinzip ist jetzt hier alles drin, weil ihr wisst selber, diese ganze The Walking Dead Geschichte hat immer rund um Negan, Rick und diese ganzen Walking Dead Member gespielt, und wenn Clementine sich jetzt in einen komplett anderen Teil der Welt verzieht, könnte man eine komplett andere Geschichte erzählen. Es gab ja mal so einen One-Shot, der in Italien gespielt hat, der vor einer ganzen Weile bei Crosscut erschienen ist, den ich auch großartig fand, und ich bin gespannt, was jetzt hier an der Stelle aus der Lizenz gemacht wird und wie viele Bände es dann insgesamt tatsächlich werden. Dann geht's weiter mit einem Titel von Gus Ennis, und ihr wisst, ich genieße Gus Ennis immer mit Vorsicht, weil Gus Ennis ist mir entweder zu krass oder ich feiere ihn komplett ab, aber die Sachen, die mir zu krass sind, sind mir teilweise viel zu krass und hinterlassen solche Bauchschmerzen bei mir, dass ich bei Gus Ennis mittlerweile 5-mal überlege, ob ich mir das Comic nach Hause hole oder nicht. Jetzt ist aber hier der Fall, dass es bei Marjorie Finnegan, wahrscheinlich gnadenlos falsch ausgesprochen, um eine Dame geht, die durch die Zeit reist und jede Menge Goldschätze klaut. Und ich hoffe, dass jetzt hier nicht zu viel Gus Ennis drinsteckt. Soll heißen, ich hoffe, es wird nicht allzu brutal und Bauchschmerzen bereiten. Und man bekommt hier einfach eine gute Zeitreisegeschichte geliefert. Und was es damit dann genau auf sich hat, werde ich euch sagen können, sobald ich das ganze Ding gelesen habe. Zeichnungen sehen auf jeden Fall übertrieben nice aus auf dem Cover. Und ich würde sagen, das ist eine ältere Veröffentlichung. Zumindest sieht das Cover für mich so aus, als wenn es in den 90er Jahren gezeichnet wurde. Kann aber auch einfach nur am Stil liegen. Und wenn ihr wisst, wann das ganze Ding in den USA veröffentlicht wurde, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare rein. Spätestens zu meiner Review werde ich euch das aber auch definitiv sagen können. Dann Headlooper. Eine Serie, die mich letztes Jahr komplett umgehauen und überraschen hat. Und jetzt ist der zweite Band am Start, der, glaube ich, nur halb so dick ist wie der erste Band. Sprich, wenn noch ein dritter Band kommt, muss man jetzt nicht mehr ganz so lange warten, bis der veröffentlicht wird. Und ich habe die große Hoffnung, dass noch ein dritter Band rauskommt, weil Headlooper echt der absolute Knaller war. Hab ich mich verliebt, schon nach den ersten paar Seiten in dieser Serie. Und falls ihr meine Review seinerzeit, also vor circa ein Dreivierteljahr hier auf YouTube verpasst haben sollte, sei euch an der Stelle auch nochmal gesagt, dass ich die Review zu Headlooper Band Nummer 1 auch nochmal in der Beschreibung verlinke, weil Headlooper war der absolute Wahnsinn. Und da ich die ganze Story jetzt nicht mehr so gut zusammenreißen kann wie frisch nach dem Lesen, wäre es jetzt komplette Verschwendung, einfach irgendwas zu erzählen, was nur halb gar ist. Deswegen ich an der Stelle nochmal auf die Review zum ersten Band hinweise und euch sage, dass ich mich übertrieben auf den zweiten Band freue. Und hier sind wieder ein paar Veröffentlichungen dabei, wo ich noch gar nicht weiß, was es zuerst nach diesem Video hier lesen soll. Dann direkt die nächste Sache, auf die ich mich extrem gefreut habe, und zwar
Nocterra, was eine Serie von Scott Snyder und dem guten Tony S. Daniel ist. Scott Snyder, ein Autor, den ich echt cool finde, aber Tony S. Daniel ist für mich hier tatsächlich mehr das Kaufargument, weil ich feiere den Herrn gut ab. Ich habe ihn schon damals bei Spawn abgefeiert, ich habe ihn bei The Tense abgefeiert, ich habe ihn bei Batman abgefeiert und den ganzen anderen Sachen, die er bei DC Comics gemacht hat, und bin gespannt, wie gut er jetzt an der Seite von Scott Snyder im Independent-Bereich mal wieder funktioniert, weil die letzte Independent-Veröffentlichung von Tony S. Daniel ist schon ein bisschen her und ich dachte eigentlich, das wäre ein Image- Titel, sehe aber gerade, dass das hier Best Jacket Press Veröffentlichung ist, also eine Veröffentlichung aus diesem Verlag, was ein recht neuer US-Verlag ist, wo sich jetzt anscheinend CrossCut die Rechte zumindest für diesen Titel gesichert hat, und alles weitere dazu werde ich euch dann sagen, sobald ich das Ding gelesen habe. Dann eine Sache, auf die ich wirklich gespannt bin, und zwar Carmen, wo es um eine Dame geht, die in Trennung lebt und diese Trennung auf Mallorca durchlebt. Und die Zeichnungen sehen großartig aus. Und bei großartigen Zeichnungen und Mallorca bin ich schon sowas von abgeholt, weil ich liebe diese Insel, habe echt viel Familie da wohnen, habe auf Mallorca auch geheiratet und verbinde viel mit dieser Insel. Und auf der anderen Seite sehen die Zeichnungen hier drin einfach wahnsinnig gut aus. Zwei Argumente, die dafür gesprochen haben, mir das Ding reinzuziehen. Und ich bin gespannt, wie gut es mir dann wirklich gefallen wird, wenn ich es dann gelesen habe. Habe aber schon im Vorfeld viel positive Resonanzen dazu mitbekommen, weil ich glaube, die Veröffentlichung ist mittlerweile auch schon 2-3 Monate alt, wenn nicht sogar ein halbes Jahr, und alle Leute, die es seitdem in der Hand halten, haben darüber nur in den höchsten Tönen geredet, und ich bin gespannt, ob ich das auch tun werde, sobald ich das ganze Ding dann gelesen habe. Dann geht's weiter mit ein paar Ebay-Schnäppchen. Ich habe jetzt gerade mal wieder meine 90er-Jahre-Baustelle so ein bisschen in Angriff genommen. Ich bin jetzt bei Witchbat in the Darkness bei einigen Heften angelangt, die ich nicht finde oder die mir einfach gerade aktuell zu teuer gehandelt werden, weswegen ich mir dachte, alles klar, dann schnappe ich mir jetzt die nächste 90er-Jahre-Serie, die ich mal so nebenbei vollständig machen kann. Und das waren jetzt bei mir tatsächlich die Wildcats, weil insgesamt fehlen mir, glaube ich, nur 7 Hefte noch aus der Serie, bis ich sie dann komplett vollständig habe. Und von diesen 7 Heften habe ich mir jetzt die Hefte 2, 3 und 5 gekauft und bin jetzt wieder ein Stückchen kompletter, was die Wildcats angeht. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich habe jetzt hier komplett die Presseversion davon, sprich die Cover, die sich der damalige Splitter Verlag selber gebastelt hat. Sieht man gerade hier bei Cover 3 extremst gut, dass das einfach nur ein Panel ist, wo man die Sprechblasen wegretuschiert hat und dann selber nachgezeichnet hat, was unter diesen Sprechblasen ist, und finde ich zum Teil echt schade, dass man das damals so gemacht hat. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, wo ich diese alten Splitterhefte aufgeschlagen habe, ist der Faktor, dass die Farben damals komplett schwach gewesen sind, die dieser Verlag genutzt hat. Und gerade wenn man so ein US-Heft, also besser gesagt das Original-US-Heft, neben der damaligen Splitter-Veröffentlichung aufschlägt, sieht man erstmal, was für einen Unterschied die Farbpalette hat. Trotz dessen wirken die Zeichnungen von dem guten Jim Lee echt gut. Ich habe jetzt gerade eben vor ein paar Minuten erst die Review zum ersten Heft aufgenommen, was recht actionlastig war, wo man einfach nur so reingeworfen wird als Leserin und Leser. So ein bisschen wie es bei der Cyberforce damals gewesen ist, aber es kommen Vibes rüber. Es macht mir Spaß, ich bin eh ein großer 90er-Jahre-Fan und mir fehlt das auch nicht mehr viel, um die Serie komplett zu haben. Und da der gute James Robinson und auch Jim Lee, wollte ich gerade sagen, aber ich meine tatsächlich Al Moore, später die Serie als Autoren übernommen haben, gehe ich fest davon aus, dass die Story so ab der ersten Hälfte richtig am Fahrt aufnehmen wird. Dann noch eins der letzten Hefte, die mir von The Darkness aus dem damaligen Splitter Verlag gefehlt haben, und zwar ist das Heft 1,5, was damals ein Wizard-Spezial gewesen ist und halt demzufolge vor Heft Nummer 1 spielt. Ich habe es all die Jahre nicht in der Sammlung drin gehabt und habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben und dachte mir dann jetzt, alles klar, wo ich mir die 3 Hefte geholt habe, beim gleichen Händler, nehme ich das noch mit ich kostenlosen Versand habe und bin jetzt, was das angeht, ein bisschen vollständiger, als ich das noch vor einer Woche gewesen bin. Zu guter Letzt für dieses Video habe ich dann noch das aktuelle Batman-Heft mit dabei, was aktuell mein einziges Abo-Heft ist, und das wiederum ist Heft Nummer 74, was mit extrem nicen Cover daherkommt. Und was auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ist die Tatsache, dass der gute Chip Stransky gerade Batman am Schreiben ist, ein Autor, den ich echt abfeiere, und ich muss unbedingt nachholen, weil jetzt habe ich hier Heft Nummer 74 in der Hand und auf dem Lesestapel liegt alles ab Heft 49, sprich, ich muss echt einiges aufholen, bis ich da wieder auf aktuellen Stand bin. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ihr da auch so ein bisschen studerig seid, manchmal bei euren Heftserien, dass ihr da auch zum Teil über 20 Hefte auf den Lesestapel ansammelt. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, und damit sind wir dann auch tatsächlich durch fürs heutige Video. Schreibt mir auch noch oben drauf in die Kommentare rein, was von den Comics, die ich gerade in die Kamera gehalten habe, auch bei euch gelandet ist. Und falls ihr es schon gelesen habt, mal so spoilerfrei wie möglich in die Kommentare
rein, wie euch das Comic gefallen hat. Des Weiteren sei noch erwähnt, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr auf Instagram, Facebook und TikTok vorbeischaut und im besten Fall noch einen Daumen nach oben und ein Abo hier auf den Kanal da lasst, um das ganze Video hier zu supporten. Damit sind wir dann also auch wirklich durch für heute, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein! Comics 186.